Okay Leute, ich habe ganz plötzlich in den Kampf reingemacht, weil ich euch das noch zeigen wollte, bevor ich diesen Boss hier besiege. Also der Trick bei dem Boss ist es, ich habe nachgelesen, also der Trick ist es, erst den linken Bit zu töten, der 2000. Wenn der tot ist, dann hat der rechte keine Verteidigung mehr, dann entfernt er seine Verteidigung, ich weiß nicht wieso. Dann muss man mit Verwirrung und Dreierkick ihn angreifen die ganze Zeit und MP und LP immer auffrischen. Ja, jetzt wird er wiederbelebt. Jetzt muss ich ihn wieder mit Verwirren, also von Chrono die Spezialattacke. Verwirren. Angreifen. Heilstrahl auf alle. Du machst dann ein Safe State. Dreierkick auf. Warte, erstmal sehen, ob er tot ist. Warte, er ist tot. Es gibt kein Überleben für ihn. Hoffe ich jetzt. Oder ist er nicht tot? Er müsste jetzt eigentlich tot sein. Nein, der hat noch gelebt. Verdammt. Wieso ist seine Verteidigung immer noch da? Wieder weg. Entfernt Verteidigungsstatus. Okay, da muss ich kurz mit Robo angreifen, dann ist er tot. Zeitreise, ja, schön für dich. Verwirren. So. Angriff. Hier, du machst dann einen Dreierkick auf den hier. Okay, das ist gut. Er hat sowieso 30.000 LP, das ist echt übertrieben. Okay, ich muss gleich MP von Chrono auffrischen. Ja, tut mir leid, dass ich während des Kampfes das gemacht habe. Ich muss ihn mal erstmal verfügt wieder über Verteidigung. Das wird sowieso gleich wieder weggehen. Heilstrahl, wie ich gesagt habe. Ether voll. Okay, ja, ich wollte euch nicht den ganzen Kampf von vorne wieder zeigen, deswegen habe ich das in der Mitte gemacht, wo ich ein bisschen geschwächt habe schon. Ist ja nicht so schlimm, ich habe euch jetzt gezeigt, dass hier funktioniert, Dreierkick. Also, ja, linken Bit erst töten, dann den auf den rechten kümmern, den Mitteteil scheiß drauf und wir haben den Kampf gewonnen. Ja, wir haben die Welt gerettet. Das ist doch mal eine tolle Sache. Boah. Okay, mit der Taktik kann man echt gegen den Boss gewinnen. Boah, das färbt echt die Augen. Din, 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 din. DSDS sucht dich. Komm zu uns. Das wär echt passend für DSDS. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag nicht DSDS. Da war noch ein Bit übrig. Oder war es jetzt Einbildung? Egal, Safe State. Chrono. Chrono? Okay, ich drück das nicht, das kommt von alleine. Chrono! Warte, ist das die Szene mit Marlo und so? Oder ist er mit der Mutter jetzt? Was zur Hölle? Raus aus den Federn. Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Okay, eine Schwuchtel ist in meinem Zimmer und will mich aufwecken. Dein Hinrichtungsaufschub. Was? Scheiße, ich konnte das nicht lesen. Willst du mich verarschen? Ihr habt doch die Welt gerettet. Wir haben dich gesucht, Chrono. Wohin brachtest du meine Tochter? In meinen Bordell. Kann ich jetzt drücken oder was? Jetzt kann ich was drücken. Papa nicht! Chrono hat überhaupt nichts getan. Sie sagt, Chrono sei ein perfekter Gentleman gewesen, aber. Was meint ihr, Kanzler? Chronos Taten hatten einen enormen Einfluss auf das Königreich. Kanzler, wie könnt ihr nur? Bitte, hört mir mal zu. Wir mussten die Zukunft retten, nicht... weine ein bisschen. Huh? Oh, alter... Hä? Der ist doch von der... Der ist doch von 12.000. Ihr habt die Zukunft gerettet und uns Hoffnung geschenkt. Okay, die Könige von der Vergangenheit. Ihr habt Magus bekämpft und dem Königreich des Jahres 600 zum Frieden verholfen. Okay, Neandertaler ist da. Chrono Raptiten besiegt. Oh. Also war das eine Lüge. Ah, was ist hier los? Ja, das will ich auch. Ja, Luca kommt hinter den Thron her. Ja, ihr Sailor Moon Style. Luca, du hast sie hergebracht, oder? Richtig. Unsere Verwandten haben mir alles über eure unglaubliche Mission erzählt. Verwandten?
Heißt das, die sind meine Vorfahren und Nachkommen? Was? Die sind alle mit ihr verwandt? Warte, der Opa hat von zurück. Okay. Ich war um das Reich und meine Tochter in Sorge und sie rettete derweil Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, Krono. Auf eine wahre Siegesparade. Heute Nacht feiern wir dich. Nun, Marley, geh hinaus und genieße die letzte Nacht der Feier. Ich habe das Projekt beendet. Oh, endlich geschafft, dieses verfickte Projekt. Oh nein, nicht das verfickte, das war ein tolles Projekt und geile Mädchen sind da. Was mit der Gimp da eigentlich, der sowieso begleitet Krono, unseren Helden. Prinzessin Nadia ist zurück, endlich ist Guardia wieder normal. Die Mondlichtparade. Ich will mal wissen, was für ein Ending ich jetzt bekommen habe. Warte, kann ich mich jetzt bewegen? Hallo, ich will mich bewegen. Okay, das geht von alleine. Yeah, das ist doch alles toll. Und das ist meine Mama. Oder nicht? Oder die Mama von jemand anderen. Und das sind die Eltern von Luca und... Ja, von den Eltern von Luca. Und kleine Inzestkinder. Boah, wie viele Geschwister haben die denn noch? Aber endlich habe ich dieses tolle... Boah, dieses Spiel hat nur gebockt, also... Gut, dass ich Let's Played habe. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß. Boah, das war so geil. Ich habe jeden Moment genossen. Was soll ich zu diesem Projekt sagen? Es war toll. Einfach geil. Die Musik im Spiel, alles. Die Sidequests auch. Und die Story war ein bisschen kompliziert am Anfang, aber man hat es dann wieder reingefunden. Okay, Krono ist hinter Marley und treiben irgendwas. Ah, ich kann mich bewegen. Okay, sehen uns mal an. Okay, die werden noch nicht raus. Und was sagt ihr? Hallo. Limonade schmeckt draußen am besten. Okay. Krono, nimm einen Schluck. Heute bist du der Held. Ja, gib mir. Und das ist meine Mama. Du hast uns alle gerettet. Wie schön, Lieber. Aber ich wünschte, du werdest mehr Zeit zu Hause verbringen. Oh, was bist du für eine Mama? Schwierig, wenn die Person, die die Katze verfolgt, weg ist. Din, 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 din. Kann ich irgendwas anderes machen? Was willst du, Gimp, eigentlich? Kann ich mit euch reden? Die Prinzessin ist wunderbar. Du natürlich auch. Ja, ist klar. Ey, das Melchior. Nicht mehr viel mit Waffen, aber mir gefällt's. Oh. Okay. Ich glaube, wir haben dann alles hier erledigt und gehen einfach mal nach oben. Yay. Schöne Weiber scheinen einfach kommen einfach so. Hier ist es abgeblockt. Okay. Ist da hinten auch alles abgeblockt? Ja, da ist alles abgeblockt. Merke ich mir. Kann ich mit euch reden? Nein, ihr wollt nicht mit mir reden. Okay. Und das ist das Ende, oder was? Okay, Leute, da sind wir. Alles so an seiner Zeit, sozusagen. Und die Waschmaschine nervt wieder. Das Tor ist schwach. Wir müssen uns verabschieden, bevor es sich schließt. Ihr geht alle? Ja, ist da klar. Krono war stark. Male auch. Eiler Spaß. Alles entfernte Vorfahren von mir hast du zähe Kinder zu haben. Ansonsten habe ich Probleme. Hehehe, nicht Sorgen, Eila sehr stark. Genau, also sind Eila und Marley verwandt oder was? Hey, was meinst du damit? Dumme Kino, wir gehen jetzt. Tschüss, Tanga Girl. Welche lebhafte Menschen, aber mich dünkt, das kommt, da sie eure Familie sind. Ich hasse, wenn der Frosch redet, aber er ist cool. Königin Lena erwartet uns, Eure Majestät. Auch wir sollten nun gehen. Din, din. Frosch, wir sehen uns irgendwann mal. Herr Frog. Ein langer Abschied verdüstert die Veränderung. Genau, übrigens sprechen Taten lauter als 1000 Worte. Oha. Froschkönig, yeah. Ja. Immer küsst die Prinzessin am Ende den Frosch. Ja. Ach, der Frosch war echt cool.
Aber jetzt hat sie Herpes von Frosch. Bläck. Puh, auf dein Gesicht. Und du wirst Schala. Und du wirst Schala suchen gehen? Okay, kein Mucks. Okay. Er will nicht mit uns reden. Luca, ich werde dich vermissen. Ey, sie ist rot. Was ist, Luca? Sagst du Robo nicht auf Wiedersehen? Oh. Sie weiß es. Sie weiß was. Robo stammt aus einer düsteren Zukunft. Mit dem Sieg über Lavos haben wir die Geschichte verändert. Robo kann in dieser Zukunft kaum existieren. Sei unbesorgt, es wird schon Platz für mich da sein. Ey, er soll nicht sterben. Verdammt, Robo! Tu nicht so, als wärst du jetzt nicht, du wärst nicht traurig. Als wärst du nicht traurig. Mach die Dinge nur schlimmer. Luca, du hast mir diese Gefühle gelehrt. Danke. Ey, das ist echt traurig. Tränen stehen dir nicht, Luca. Robo wird schon oft. Und Robo wird schon gut gehen. Der alte Knacke geht einfach so. Lebt wohl. Vorsicht. Öl über meine Sensoren gelaufen. Sich vermindert. Ach. Ich kann auch verstehen, warum sie weint, aber das ist echt traurig, dieses Ende. Robo war einer von den Coolen. Hat mir am Ende auch noch sehr geholfen. Weißt du noch unser Gespräch? Du meinst, ob unser Leben an uns vorbeizieht, wenn wir sterben? Yep, ich habe das Gefühl, das Wesen hat endlich Ruhe gefunden. Ja, das Gefühl habe ich auch. Welches Wesen? Zeitreisen, wie anstrengend. Wir sollten Epoch auseinanderbauen. Die Maschine hat ausgedient. Was? Wieso denn? Was will die Katze nochmal? Okay, die Katze hat wieder was vor. Und das die Mama? Du ungezogenes Ding, komm zurück! Schau, Kuno, deine Katze rennt weg, weil du sie nicht mal gefüttert hast. Hey, komm zurück! Ey, oh. Du bist so dämlich, ich schwör auf alles. Oh. Oh, klasse. Kuno, dieses Tor öffnet sich nie wieder. Ja, mach deinen Mund auf und kack bisschen. Tja, wir haben wohl keine Wahl, als ihnen zu folgen. Ihnen folgen aber das Tor. Male, lass dein Gehirn noch eine Weile an. Denn sieh, wir haben eine Zeitmaschine, Epoch. Ja. Oh, schwuchtelt Soldat. Oh, Prinzessin, der König bittet euch zu sich. Was? Ich kann mich noch bewegen? Oha, geht's weiter, oder was? Din, din. Hey, König, soll ich dich ignorieren? Ich mach's nicht. Ich bin so glücklich. Jetzt hast du keinen Grund mehr vorzugehen. Doch, ich habe einen Grund. Ich muss Kronos Mama suchen. Ich habe ein Geschenk zur Erinnerung an diesen Tag, Prinzessin Nadia. Was kriege ich? Übertreib so mit... Eine Glocke? Hat... Dieses Nadias Glocke. Sie wird das Land zum Klingen bringen. Oha. Oha. Male, wo bist du denn? Könnte mir irgendjemand helfen? Papi, ich sag es ungern, aber... Ich kann nicht rumsitzen und nichts tun. Hallo? Hey, hat der Vater einfach so gelassen, aber... Puh, gerade noch rechtzeitig. Soll ich eine abfeuern? Nein, Taban. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Erster Wa... Ach so, ich dachte es... Oha. Produktion, Katsuhiko Aoki. Ja, Leute, dieses Projekt ist endlich vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe die Welt gerettet. Ich habe euch gezeigt, die ganzen Zeitquests, und ich bin froh. Boah, das war ein geiles Projekt. Also, ich sag es einfach so. 10 von 10 von der Musik, 10 von 10 vom Gameplay. Alles war geil. Ich habe das Spiel einfach genossen. Gehört echt jetzt zu meinen favoriten Spielen. Und ich kann endlich sagen, ich habe Chrono Trigger gespielt und ich weiß auch vieles jetzt davon. Aber jetzt kommen die ganzen anderen RPGs für SNES. Och, das wird schon geil. Und die fliegen jetzt durch die Zeit, um Kronos Mama zu suchen. Boah, die Mama ist auch so dämlich. Ach, das war so geil. Ganze Story, boah. Mir fällt echt nichts mehr ein. Außer, ich hoffe, ihr genießt dieses Projekt. Ja,
Ihr werdet sowieso das noch bald sehen in, warte, heute ist der 26. In genau 18 Tagen. Ja, in 18 Tagen, glaube ich. Ja, seht ihr das Projekt? Und es ist Robot Atropos. Atropos lebt wieder. Geil. Atropos und Prometheus. Der Frogman. Din, din, din. Entwickelt sich deine Liebe zwischen Mensch und Frosch und Magus. Ja, der fliegt einfach so rum. Über ihn weiß man eigentlich nicht so viel, außer dass er jetzt nach seiner Schwester sucht. Ach, aber wieso hat der Magus nichts gesagt? Egal, ich habe jetzt alles gemacht. Ich kann jetzt zufrieden sagen, ich habe das Spiel durchgezockt. Ach, ich glaube, ihr werdet auch euren Spaß haben, wenn ihr dieses Projekt seht. Ach, das wird so geil. Das wird so geil. Das wird so geil. Masaki Hayashi, Takayuki Odashi. Und ist es, sind die Credits vorbei? Egal, genießt die Musik, die ist zu geil. Irgendwie klang die gerade Musik so komisch, aber was soll ich dazu noch sagen zu diesem Projekt? Außer, es war geil und das ist die Erde. So sah unsere Erde aus. Nein, so sieht die Erde aus. In dieser Welt, ja. Aber wir haben es endlich geschafft. Boah, das Projekt ist, das war einfach Hammer. Ich kann es einfach sagen, das war einfach hammergeil. Kommen jetzt die englischen Credits oder was? Ach, die Musik wieder. Die Musik muss man einfach genießen. Reklame. Oha, oha. Alles japanische Namen. Oha, oha. Aber ist klar, das kommt ja von Japanern. Ich weiß, Leute, in diesem Spiel habe ich sehr viel Save State benutzt. Aber meistens war es auch gut, dass ich es benutzt habe. Er hat mir auch viele Sachen erspart. Also Fails und alles. Aber das Projekt war einfach geil. Und ich glaube, das war das Ende, oder? Okay. Jetzt muss euch ganz fett da stehen. The End. Muss ich was drücken? Ende. Mit einem kleinen Sternchen. Okay. Aber kann ich nicht weitermachen oder so? Okay, Sternschnupp. Ja. Kann ich nicht weitermachen? Oder muss ich den Kampf dann nochmal von vorne machen? Okay. Das war mein Projekt zu Chrono Trigger. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns das nächste Mal bei meinem nächsten Projekt. Tschüss.